So, da bin ich wieder auf dem Weg auf den Simplon Pass oder auf Italienisch Simplone Pass. Wir sind jetzt auf 1243 Meter Höhe und ihr seht, hier beginnt die Schneefallgrenze. Also hier ist schon leicht alles angezuckert, teilweise an den Hängen. Temperatur 3,5 Grad plus. Vom Regen in den Schnee, so schnell geht das. Wir sind hier am Simplon Pass, naja, noch nicht ganz. Hinter mir ist das Simplon Dorf, das ist auf 1500 Meter. Wir fahren dann noch weiter auf über 2000 Meter. Hier hat es momentan 3,5 Grad plus, es taut auch sehr stark, wieder Schneefall hat aufgehört. Wir haben ungefähr, naja, vielleicht 15, 20 Zentimeter. Ein eisiger, kalter, leichter Nordwind ist hier auch zu spüren. Ja, und es ist ein sehr verschlafener Ort hier. Ich habe keinen Menschen getroffen. Oh ja, einen Mann mit der Schneefräse habe ich aus der Entfernung beobachtet. Viele Bäche, viele Wasserfälle, die hier talwärts gehen. Ja, und wir schauen jetzt weiter Richtung Simplon Pass und von dort melde ich mich dann noch einmal. Ja, ihr seht, wir sind jetzt auf 1931 Meter. Die Landschaft hat sich schlagartig verändert von ein bisschen Schnee im Simplon Dorf. Hier haben wir jetzt schon Schneewände an der Seite. Ja, und es geht noch auf über 2000 hinauf. So, ich habe es nun geschafft. Ja, und hier oben ist ein fantastisches Bild. Also die Sonne ist in der Zwischenzeit rausgekommen, aber wenn man hinter mir das Schild hier sieht, dann kann man sich vorstellen, was die zwei Tage jetzt hier los war. Hier hat sicher ordentlich geweht und man sieht es an den Schneehöhen. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel Schnee hier liegt und wie tief verschneit es ist, obwohl es hier in der Sonne jetzt eigentlich sehr warm ist. Unglaublich warm. Wir haben knapp 0 Grad hier jetzt. Was auch zu erwähnen ist, ist die Lawinengefahr. Sie ist erheblich und das kann man sich ja vorstellen, wenn so viel Schnee in so kurzer Zeit runterkommt, dann kommt die Sonne raus, es taut auch wieder und damit ist alles nur loser Schnee. Also der ist ja noch nicht gefestigt. Somit kann das jederzeit ein Schneebrett oder eine Lawine abgehen. Übrigens, da im Hintergrund trainieren Lawinensuchmannschaften hier den Ernstfall und man hofft nicht, aber wahrscheinlich diesen Winter, der ja jetzt erst gerade begonnen hat, wird man diese Leute noch öfters brauchen. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich stehe hier am Aufgang des Hospiz. Ja, und da übrigt sich die Schneehöhe. Ich bin 1,93 Meter groß. Ja, und der Schnee geht mir fast bis zur Hüfte da. Ja, so viel hier. Und ich kann euch zeigen, wenn ich jetzt hier Richtung Hospiz hinaufgehen will. Kann man das erkennen? So, also, ich komme hier nicht wirklich rauf. Es ist einfach zu tief, der Schnee. Also, so viel hat es hier geschneit. Also mit den 1,5 Metern. Ich glaube, da kommen wir gut hin. Das war's auch schon für diese Tour. Hier vom Simplon Pass auf 2005 Meter, Andrea Stiedl für Wetter Online aus der Schweiz.